Die ersten zwei Teile, die wir eigentlich rausgeschnitten haben, waren ja eine Tür von der einen Seite vom Haus und ein Fenster mit Wand von der anderen Seite. Die zwei Teile haben wir dann am Lunaplatz in der SolarCity positioniert, das andere in der Wiesen am Wüstenrotplatz. Und sind auch sehr viel Kummer deswegen, weil es die Fragestellung war, wo kommt dieses Teil her oder wo kommt diese Tür her, wo ist das Haus dazu? Und das war halt für uns auch, das war so die ersten zwei Schnitte, die halt sehr aufregend waren und interessant waren. Die auch wirklich ein schönes Bild ergeben haben. Das Rausschneiden vom Haus war für uns sehr spannend oder aufregend, weil natürlich die Vorbereitungszeit sehr viel ums Konzept gegangen ist und nicht um diesen praktischen Teil, weil der hat ja erst begonnen mit dem ersten Tag, wo wir das erste Teil entnommen haben. Aber dank der Zimmerei, mit der wir zusammengearbeitet haben, mit Adi und mit Manfred, hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und es sind wirklich sehr schöne Teile entstanden. Es war nicht immer kontinuierlich gleich, sondern für jedes Teil hat man seine eigene Zeit aufgewendet, auch für noch das Restaurieren. Und es war immer irgendwas Spezielles und Nettes. Ja, insgesamt haben wir 73 ausgeschnitten, das haben wir uns eigentlich nie erwartet, dass so viele Leute sich hier teil entnehmen. Das ist natürlich für uns auch eine Bestätigung für ein Projekt, dass das so auf Interesse gestoßen ist. Dadurch, dass immer mehr Teile entnommen worden sind vom Haus, hat es immer mehr Einblicke ins Haus gegeben und das gibt halt immer wieder verschiedene Sichten auf das Haus und die Räumlichkeiten, die da sind herinnen und die vielleicht immer wieder Geschichten erzählen. Das war sehr interessant, warum die Leute sich für welche Seite entscheiden und dann auch für was sie es dann verwenden, für was das dann so umgewidmet wird nachher. Und also da haben wir von, keine Ahnung, Bücherregalen bis hin zu Kunstbild, bis hin zu alles einfach dabei gehabt und das hat es halt einfach spannend gemacht, wie das umverwendet wird oder umfunktioniert wird. Oder am Nugget-Kissen, also wenn man in den dunklen Nugget tut, ist da ein großes Waffel draußen. Also bin ich ja auch weniger dazu gestanden. Es war ja relativ viel Aufwand auch teilweise, diese Teile, die wir ausgeschnitten haben, wieder zusammenzubauen. Die sind halt großteils auseinandergefallen und wir haben das dann alles ziemlich aufwendig wieder rekonstruiert.
das war ein großer Teil der Arbeit und dann sozusagen dieses Endprodukt dann da zu fotografieren und in dieses Fotobuch einzukleben, auch mit dieser Plakette zu versehen, die wir halt mit den Schlagbuchstaben dann jeweils für jedes einzelne Teil angefertigt haben. Das war einfach ein total schöner Prozess. Man muss das auf jeden Fall ein bisschen ausduften. Ich habe es einfach der Hand im Raum gestellt. Ich kann mich noch recht gut erinnern an die Projektplanungsphase, wie wir sozusagen uns überlegt haben, was wir da mit dem Haus machen und wie wir das dann auch dokumentieren werden. Und wir haben uns das eben damals so überlegt, dass wir dann mit Polaroid die Teile, die wir rausschneiden, abfotografieren und dann eben dazu notieren, welches Teil das ist und dann den Namen dazu schreiben. Und wir haben da eben dann dieses wirklich schöne Buch gemacht und ich bin total happy jetzt mit dieser Dokumentation, die wir da haben. Man hat auch gemerkt, dass die Leute, die kommen und sich das anschauen, dass die da einfach das auch als schöne Dokumentationsform empfinden und sie da genau durchschauen, welche Fotos da drin sind, also welche Teile rausgenommen sind. Und es passt einfach, finde ich, sehr gut zu dem ganzen Projekt. Hast recht gehabt, spricht er, gell? Ja, mit dem. Ja, so ist es. Wo bist du? Ganz weit weg, von der Mitte. Ja. Und festgeschlagen. Und ganz fest. Auch irgendwie eine recht absurde Situation durch diesen Garten, weil der Garten so idyllisch ist und alles blüht und wuchert und die volle Natur sozusagen und nebenbei halt das Bewusstsein, dass da Industriegebiet ist, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft. Also man hört hin und wieder dann auch die LKWs vorbei rattern und so ein permanentes Geräusch von der Föst halt. Und trotzdem sitzt man in der totalen Idylle. Also das ist schon mit Vogelgezwitscher und allem drum und dran, das ist schon recht absurd. Hat sie einfach sehr, sehr gut gefunden, dass der Garten so groß ist und also das war schon von Anfang an unser Plan, dass wir
wenn Schönwetter ist oder irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir halt grillen und die Leute auch einladen dazu. Das heißt, die Leute entweder selber das Grillgut mitnehmen oder wir das zur Verfügung stellen oder günstig eben verkaufen. Und es hat eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Also es sind recht nette und gesellige Abende und Nachmittage entstanden und viele Leute, die öfters gekommen sind. Und ja, also so richtige Grill-Sessions. Das hat uns besonders gefreut, dass das so funktioniert hat oder so aufgegangen ist, dass die Kommunikation mit den Nachbarn eben auch übers Grillen und Besuche und die halt öfters zu Besuch waren auf ein Bier oder einen Kaffee. Und die Kommunikation war dann schon, hat sich recht intensiviert. Das war nicht von Anfang an so, aber das ist wirklich immer mehr gewachsen durch die Zeit, die wir eben vor Ort waren. The best place in town hat ja der Martin